Sarah Wagenknecht hat eine deutliche Kritik an den derzeitigen Regelungen für die Altersversorgung von Bundestagsabgeordneten und Regierungsmitgliedern geäußert. Ja? In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP machte sie klar, dass sie das aktuelle System, das für die Altersbezüge der Politiker gilt, als ungerecht und abgehoben empfindet. Ihrer Meinung nach schafft es eine inakzeptable Parallelgesellschaft, die nicht mehr im Einklang mit den Bedürfnissen und Ansprüchen der breiten Bevölkerung steht. Wagenknecht fordert deshalb eine umfassende Reform des Rentensystems, die auch die Spitzenpolitiker nicht verschont. Ihrer Ansicht nach sollten Abgeordnete des Bundestags und Mitglieder der Bundesregierung, wie es für normale Arbeitnehmer üblich ist, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Sie betonte, dass dies spätestens nach der nächsten Bundestagswahl umgesetzt werden müsse. Ja? Konkret fordert sie, dass die Politiker durch ihre Einzahlungen nur normale Rentenansprüche erwerben sollten. Das bedeutet, dass sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt dieselben Rentenansprüche hätten wie jeder andere Arbeitnehmer, der während seines gesamten Arbeitslebens in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Wagenknecht betonte, dass eine solche Reform ein wichtiges Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen würde. Es ginge darum, zu zeigen, dass auch Politiker bereit sind, die gleichen Bedingungen zu akzeptieren, die für die breite Masse der Bevölkerung gelten. Ja? Derzeit ist das System jedoch anders strukturiert. Abgeordnete des Bundestages, die mindestens ein Jahr im Parlament gesessen haben, ja, erhalten nach ihrem Ausscheiden eine Altersentschädigung. Diese Entschädigung ist an die Dauer ihrer Tätigkeit im Bundestag gekoppelt und wird als Prozentsatz der aktuellen Abgeordneten-Diäten berechnet. Das bedeutet, dass die Altersentschädigung automatisch ansteigt, wenn die Diäten der Abgeordneten erhöht werden. Auf diese Weise profitieren die ehemaligen Abgeordneten von jeder Erhöhung, die den aktuellen Abgeordneten gewährt wird, selbst ja, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Für frühere Bundesminister gelten ähnliche Regelungen, wenn auch mit einigen Unterschieden. Um Anspruch auf ein Ruhegehalt zu haben, müssen sie in der Regel mindestens 4 Jahre im Amt gewesen sein. Auch in diesem Fall steigt die Höhe des Ruhegehalts mit der Dauer der Amtszeit. Wagenknecht kritisierte diesen Zustand scharf und wies darauf hin, dass ehemalige Regierungsmitglieder nach nur wenigen Jahren im Amt bereits Ansprüche auf eine Rente haben, die deutlich höher ist als das, was ein Durchschnittsverdiener nach einem ganzen Arbeitsleben erwarten kann. Und das ist hirnrissig. Wagenknecht sieht in der Einbeziehung der Spitzenpolitiker in das gesetzliche Rentensystem nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch den Beginn einer umfassenden Reform der Rentenversicherung. Ihrer Ansicht nach wäre dies der erste Schritt zu einer Neuausrichtung des Rentensystems, in das langfristig alle Erwerbstätigen einzahlen sollten, einschließlich
Beamter und Selbstständiger, die bisher von der gesetzlichen Rentenversicherung ausgenommen sind. Ja? Insgesamt macht Wagenknecht damit klar, dass sie die aktuelle Praxis für ungerecht hält und sich dafür einsetzt, dass die Regelungen für die Altersversorgung von Politikern an die Bedingungen angeglichen werden, die für die breite Bevölkerung gelten. Ihrer Meinung nach würde dies nicht nur das Vertrauen der Bürger in die Politik stärken, sondern auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern. Ja, die SPD hat es damals auch angekündigt, nur ist dann leider nichts daraus geworden. Dann ist einfach die Ampel beschlossen worden, jeder hat was anderes gesagt und somit war das hinfällig.